Hallo, ich begrüße alle im Raum zu dem Lightning Talk Studierende unterstützen und motivieren. Sollten sich Fragen während der Talkrunde ergeben, dann bitte ich das in die Q&A-Spalte zu schreiben oder in den Chat. Wir gehen dann später darauf ein. Also alle SpeakerInnen haben 5 Minuten. Ich achte auch nochmal darauf, dass die Zeit eingehalten wird. Und erst nachdem alle gesprochen haben, gehen wir dann auf die Fragen ein. Dann übergebe ich jetzt an Professor Wolf. Vielen Dank. Vielen Dank für die Anmoderation. Ja, auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Unsere Seite heißt meine Kollegin Conny Bast und ich, Maximilian Wolf. Wir sind beide von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Und wir dürfen hier einen kurzen Einblick generieren in ein Projekt, was wir getauft haben: What's in for me? Angeleitete digitale Selbstreflexion von Studierenden während ihres Auslandaufenthaltes. Ich erkläre vielleicht kurz, wo es herkommt. Die Idee kommt daher, dass Frau Bast und ich sehr begeistert Leute ins Ausland schicken, selber viel im Ausland waren. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass vieles von dem, was Studierende im Auslandssemester erleben, irgendwie so nebenher läuft. In informellen Gesprächen, in der Kaffeeküche, abends vielleicht bei einem Bier oder bei einer Pizza. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Projekt so ein bisschen mehr Hilfestellung zu leisten, damit die Studierenden da vielleicht ein bisschen bewusster drüber nachdenken und auch für sich einfach noch mehr mit nach Hause nehmen für ihre persönliche Entwicklung. Ich darf Ihnen einmal das vorstellen, das ganze Konzept, wie wir es machen. Frau Bast, würden Sie einmal weiterklicken? Wir haben uns angelehnt an das 6-Minuten-Tagebuch, das vielleicht einige von Ihnen kennen, und auch an verschiedene Coaching-Formate, die ich so durchführen darf. Sie sehen, wir haben 3 Schritte. Ich darf Ihnen erstmal kurz den ersten Schritt darstellen. Das ist das Thema vor dem Auslandsaufenthalt. Das heißt, die Studierenden bekommen von uns Material zugeschickt, mehr oder weniger für sich selber, um ein bisschen nachzudenken über Fragen wie: Welches Hashtag oder welches Wort würden wir wählen, um die Gefühle zu beschreiben? Wie fühle ich mich zum Beispiel aufgeregt oder unsicher? Was möchte ich während meines Auslandsaufenthalts erleben, um ein bisschen rauszukommen aus dieser Komfortzone? Und das Thema Unabhängigkeit. Das Ganze ist eine Einzelreflexion, das heißt, jeder macht es für sich selber. Und während des ganzen Prozesses kommt dieses Thema 6-Minuten-Tagebuch zum Tragen. Wir haben hier Leitfragen drin, wie: Was habe ich heute von der neuen Kultur gelernt? Was war die größte Erkenntnis über mich selbst? Und die Idee eben, das 3 Minuten in der Früh zu machen und 3 Minuten am Abend. Ich selber mache relativ viel dieses 6-Minuten-Tagebuch und das funktioniert ganz gut, weil 6 Minuten hat jeder. Dann übergebe ich auch an der Stelle an die Frau Bast, die Ihnen die weiteren Schritte zeigt und dann so unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt. Vielen Dank. Schritt 2 ist der Teil während des Auslandsaufenthaltes. Unser Plan ist, dass sich alle die Studierenden, die wir jetzt gerade im Auslandssemester haben, innerhalb einer moderierten Gruppenreflexion zusammentreffen und vorher sich überlegen, was sie uns mitteilen wollen, nämlich: Was erzähle ich meinen besten Freunden von meinem Auslandssemester? Wie komme ich mit meiner veränderten Umgebung zurecht? Also wie ist das jetzt für mich, im Ausland zu sein? Und welche Do's und Don'ts gibt es in meinem Gastland? Weil wir auch wissen wollten, ob die Studenten aus dem, was andere erzählen, vielleicht für sich selber noch was mitnehmen können und vielleicht selber noch mal einen anderen Blick auf ihr eigenes Gastland bekommen oder nicht. Schritt 3 ist der Schritt nach dem Auslandsaufenthalt. Der ist sehr, sehr ähnlich zum ersten Schritt. Das sind die gleichen Fragen oder fast die gleichen Fragen, nämlich auch wieder: Wie beschreibe ich meine Gefühle nach dem Auslandssemester? Was waren die 3 prägendsten Momente? Und wie unabhängig bin ich geworden? Gedacht ist natürlich, dass die Studenten nach dem Auslandsaufenthalt erkennen: Oh wow, ich habe total viel für mich selber gelernt, nicht nur für die Hochschule, sondern auch für mich selber. Da wir das Projekt dieses Semester erst angefangen haben, können wir zu Schritt 3 natürlich noch überhaupt gar nichts sagen, weil unsere Studenten alle noch weg sind. Schritt 2 haben wir gemacht mit unseren Studierenden und sind dabei auf mehrere Probleme gestoßen, deren wir uns vorher nicht so ganz gewiss waren. Zum einen ist uns aufgefallen, dass das Problem, dass alle zu unterschiedlichen Zeiten ihren Auslandsaufenthalt starten, es schwierig macht, eine gemeinsame Zeit zu finden für dieses Peer Group Meeting.
denn es muss so gewählt sein, dass die Studierenden schon ausreichend Zeit hatten, um sich im Gastland einzurichten. Wenn die Gruppenevaluation zu früh startet, sind die Studierenden zu sehr mit der Eingewöhnung beschäftigt und haben keine Zeit, sich auf das Coaching zu konzentrieren. Nächstes Problem ist, dass die Studierenden zwar sehr, sehr gerne ihre Erfahrungen über neue Medien innerhalb ihrer Peer Group teilen, das aber nicht unbedingt tun, wenn Professor, so wie mein Kollege oder ich, dabei sind. Und das dritte Problem, was wir gefunden haben, war, dass Studierende im Auslandssemester nicht zwingend die E-Mails ihrer eigenen Heimathochschule lesen. Deswegen war es schwierig, die Studenten alle zur richtigen Zeit zu erwischen, dass sie mit dazukommen. Das ist so unser Kurzimpuls sehr gerne zur Nachahmung, sehr gerne auch mit Ideen, was wir ein bisschen anders machen könnten. Und damit gebe ich wieder zurück, glaube ich, an Lilia. Oder an Nicole. Oder an Dominik. Dominik wollte jetzt eigentlich. Genau, Dominik? Dann übergebe ich an Dominik für seinen Talk. Hervorragend. Wir sortieren uns noch und So, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der das sogenannte Booklet-Anreizsystem vorstellt. Das Booklet-Anreizsystem haben wir seit einer Weile in Bamberg an der Universität im Einsatz für große und kleine Veranstaltungen, weil wir damit das Ziel verfolgen, Prokrastination, die ja in vielen Studiengängen verbreitet ist, einzudämmen. Also insbesondere betrifft es hier Informatikstudierende. Und dort ist es trotz allem so, dass die oft sehr spät erst mit dem Lernen auf die Prüfung beginnen, oft auch erst eine Woche vor der Prüfung jetzt zu Corona-Zeiten Videos geschaut haben und dann natürlich kurz vor knapp daran scheitern. Die Idee des Booklet-Anreizsystems funktioniert wie folgt. Wir erlauben den Studierenden jede Woche eine DIN A5-Seite handschriftlich, also wir sagen dazu eigenständig, vollständig handschriftlich anzufertigen. Die können Sie bei uns in einem Online-System hochladen. Wir sammeln die jede Woche von allen, die da mitmachen möchten, optional ein und geben die am Ende kurz vor der Klausur in Druck, sodass also kleine Booklets A15, A5 Seiten für jede Woche der Vorlesungszeit und noch eine, zwei Wochen direkt vor der Klausur zur Verfügung gestellt werden, als zugelassene Hilfsmittel in der Prüfung. Dadurch geben wir den Studierenden die Möglichkeit, sich schon während des Semesters frühzeitig also darum zu kümmern, sich zu fragen, was will ich eigentlich nicht auswendig lernen müssen, was will ich nachschlagen können in der Klausur und was kann ich mir lieber selber merken und brauche da keine Unterstützung in meinem eigenen Booklet. Das heißt, wir teilen die dann zusammen mit den Prüfungsangaben jedem individuell sein Booklet aus und sollte eine Wiederholungsprüfung nötig sein, wird es auch wieder eingesammelt und im darauf folgenden Semester zur Wiederholungsprüfung nochmal ausgeteilt. Der Mechanismus hat eine ganze Reihe von charmanten Eigenschaften. Zum einen fördern wir dadurch die Reflexion bei den Studierenden, weil die müssen sich jetzt unterm Semester überlegen, eine A5-Seite ist nicht viel Platz, man sieht das hier im Hintergrund auf der Folie, was packe ich wie strukturiert da drauf? Und das führt zu einem Nachdenkprozess bei vielen, den auch erfahrene Studierende so nie in ihrem Studium bisher erlebt haben. Zum anderen ist es für uns als Dozierende total spannend, weil wir können schon während des Semesters da so ein bisschen reingucken, was die Leute in ihre Booklet-Seiten reingeschrieben haben. Und wenn man das Gefühl hat, also in der Vorlesung haben wir eigentlich darüber gesprochen und das waren die wichtigsten Dinge und in den Booklet-Seiten tauchen diese Sachen aber nicht so klar auf, dann deckt es ja möglicherweise eine Schwäche der Didaktik in der Vorlesung oder in der Übungsdarbietung auf. Was auch ganz nett ist natürlich, ist der sehr überschaubare Betreuungsaufwand. Im Vergleich zu anderen semesterbegleitenden Leistungen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, die bewertet werden für Bonuspunkte oder als Teilleistungen, erzeugt das Booklet-System für uns während der Vorlesungszeit keinen Betreuungsaufwand. Ja, die Seiten haben definierte Beginn- und Endtermine und können also auch voll autonom von den Studierenden dann eingereicht werden. Und wir müssen also keine Hausaufgaben korrigieren oder Feedback geben. Wir können das aber, wenn wir es möchten. Also es gibt uns auch ein bisschen mehr Freiheit, uns das selbst zu überlegen, wie wir es gerne hätten. Und das Letzte ist vielleicht das, was ein bisschen überraschend sein mag am Anfang. Der Mechanismus ist einer, der ja logischerweise die Chancengleichheit betrifft. Ja, weil manche machen da jetzt mit, manche machen da nicht mit. Wir machen alle das Angebot, da mitzumachen. Und es wird auch extrem gut angenommen. Also in großen Veranstaltungen, Grundlagenveranstaltungen mit 500 Teilnehmern machen in der Regel 400 Teilnehmer an diesem Booklet jetzt mit und reichen da nahezu konstant, kontinuierlich jede Woche ihre Seiten ein. Die
Problematik ist, dass man gerade in Grundlagenveranstaltungen allerdings auch immer Menschen hat, die den eigentlichen Mechanismus nicht verstanden haben und glauben, dass wenn sie sich also von einer Studienkollegin oder einem Kollegen jetzt eine Seite kurz vor knapp vor der Deadline des der Booklet-Seite noch kopieren und bei sich hochladen, dass sie dann ja auch im Prinzip den Nutzen aus der Sache ziehen. De facto haben sie natürlich die Reflexion damit übersprungen und sie haben sich einen unerlaubten Vorteil verschafft, weil sie ja jetzt im Endeffekt eben eine Booklet-Seite als erlaubtes Hilfsmittel nutzen können, die sie eigentlich nicht selbst erstellt haben. Und deswegen hat sich's bewährt, tatsächlich die vollständig eigenständig handschriftliche Erstellung von diesen Booklets zu fordern, weil dadurch wir in der Lage sind, spätestens bei der Korrektur der Prüfungen durch einen Handschriftenabgleich dann herausfinden zu können, ob jetzt alle Seiten, die da eingereicht worden sind, von derselben Person sind. Und tatsächlich hat das System inzwischen, weil es leider auch stellenweise missbraucht worden ist, sogar einen Automatismus, mit dem völlig identisch eingereichte Seiten automatisch erkannt werden. Was passiert mit den Plagiaten innerhalb des Booklets? Das ist, wird als Unterschleif gewertet, wenn es erst zum Zeitpunkt der Korrektur auftaucht. Das heißt, ein nicht erlaubtes Hilfsmittel führt zu einer 5.0. Das wissen die auch vorher, also wir klären die im Detail drüber auf. Und während des Semesters hat man allerdings jederzeit die Möglichkeit, sich von bereits eingereichten Seiten wieder zu verabschieden. Sollte man also irgendwann das Gefühl haben, so huch, jetzt will ich sie doch lieber nicht mehr ausgedruckt haben, dann akzeptieren wir das. Und das führt also auch zu einem interessanten Reflexionsprozess. Und was die Leute auch lernen, damit komme ich zum Schluss, ist, wie man mit einem Smartphone und auf Papier unter widrigen Bedingungen ordentliche Fotos von gedrucktem oder von geschriebenem Text macht. Es gibt also auch noch eine Medienkompetenzübung, die da im Prinzip so en passant mit dabei ist. So Näheres gerne dann in der Fragerunde. Vielen Dank. Gut, super. Dann bin ich die Nächste. Ich fand das total cool. Schade, dass ich überhaupt gar keine Klausuren habe bei mir in der Vorlesung. Und ich glaube, das bringt mich auch gerade zum Überleiten zu meinem Vortrag. Hierzu würde ich Sie bitten, mich etwas größer zu schalten, weil ich meine Folien nämlich in den Hintergrund projizieren würde. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben fast ausschließlich LA, also Leistung durch Arbeit als Prüfung. Das heißt, irgendwie im Semester muss etwas erstellt werden, was dann von uns gewertet wird. Naja, und da bietet sich immer projektbasiertes Arbeiten an und ich möchte heute etwas vorstellen, was eine besondere Art des projektbasierten Arbeitens ist. Das ist nämlich das Erstellen eines, wir nannten es Ever, also eines Escape Rooms, der einen gewissen Hintergrund hat, nämlich den Hintergrund von Vorlesungen. Also Escape Rooms, die kennen wir vielleicht, ne? Die gibt es also in virtueller und in nicht virtueller Form, aber das sind irgendwie so Räume, da muss man irgendwie knifflige Aufgaben lösen, da gibt es eine ganze Form von Rätseln, ganz unterschiedlicher Art und Weise und irgendwie muss man diesem Raum entkommen oder irgendein Rätsel am Ende geschafft haben. Und sowas kann man sich in einem virtuellen Raum denken, die gibt auch, das kennen wir wahrscheinlich alle, in realen Räumen. Und die kann man, also diese Rätsel, die da zu lösen sind, natürlich hinterlegen mit Vorlesungsinhalten bestimmter Koloratur. Und damit befasst sich auch aktuelle Forschung, und zwar einmal in diese Richtung, wie konzipiere ich denn einen solchen Raum? Also wie muss ich das didaktisch aufbereiten, sodass dieser Raum für Studentinnen und Studenten interessant zu spielen ist, sodass die etwas dabei lernen, was ist da technisch umzusetzen? Das ist so eine Richtung, in der sich einige Veröffentlichungen finden lassen. Und der zweite Strang, der ist, geht um die Lehrwirkung. Also wenn Studentinnen solche Räume spielen, was können sie eigentlich da über diese Vorlesung lernen und in welcher Form und mit welcher Intensität? Und beides war für uns, also finde ich absolut spannend und macht auch Spaß, genau solche Räume zu spielen. Wir haben uns aber was anderes gedacht, solche Räume zu bauen, ist ausgesprochen aufwendig und man tritt natürlich auch immer in Konkurrenz mit so großen, aufwendig konzipierten Spielen. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir nutzen das, also genau diesen Entwurf, dieses Design, wie muss ich so etwas machen, als Projekt für unsere Studentin zur Reflexion einer Vorlesung. Also Studenten höheren Semesters bauen für Studenten niedrigeren Semesters einen Educational Virtual Escape Room und lassen die, und das ist tatsächlich auch das eine sehr, sehr coole Komponente, am Ende diesen auch tatsächlich spielen.
Und an genau diesem Raum, und das war eben unser Projekt im letzten Semester, können unsere Studenten höheren Semesters unheimlich viel lernen. Also zum einen natürlich all diese Dinge projektbasierten Lernens, dass man sich so denken kann. Ja, also das Arbeiten, selbstorganisierte Arbeiten in kleinen Gruppen, die methodische Vorgehensweise, all solche Dinge, aber insbesondere eben auch, und das ist irgendwie cool, das Verständnis, ein sehr, sehr tiefes Verständnis des Stoffes einer vorangegangenen Vorlesung. Also wenn ich anfange, mir zu überlegen, wie designe ich denn Räume, in denen ich solche Fragen stelle, wie müssen Rätsel aussehen, damit ich irgendeine Fachlichkeit reflektiere oder abrufen kann, dann verstehe ich sehr, sehr, sehr viel von genau dieser Fachlichkeit. Und man muss dann auch überlegen, wie man das so in Spielelevel packt und was also ein verschiedenes Niveau eines Verständnisses ist. Ich muss also mit der Blumentaxonomie so ein bisschen vertraut sein. Also gibt es ganz einiges, was man lernt. Also das sind unsere Lernziele, die haben wir dann auch auf Erfüllung untersucht. Technisch gesehen sah das ungefähr so aus. Das heißt, also wir hatten als Team, also als unsere Studentin, die den Räumen in höheren Semestern erstellt hatten, eine ganz gut gewürfelte Gruppe, also war noch eine Bachelorandin dabei und eine wissenschaftliche Hilfskraft und dann eben die Studentin. Und der Go Live, und das ist das eigentlich richtig, richtig Coole an diesem Ding, der war dann mit Studentin der Vorlesung Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten. Das ist genau die Vorlesung, um dessen Reflexion es in diesem Projekt ging. Und was halt richtig gut ist, ist, wann erleben wir schon mal im projektbasierten Arbeiten einen echten Go Live? Also das ist tatsächlich unter Echtzeitbedingungen ist dieser Raum genutzt worden. Also haben diese 65 Studentinnen und Studenten das Ding gespielt. Das ist bei uns ein Wahlfach, wird also als oder eine Zusatzveranstaltung wird als Wahlfach oder Studium Generale anerkannt. Und ich werde immer ganz häufig gefragt, worauf haben sie es denn gemacht? Das haben die Studentinnen und Studenten selber ausgewählt und sie haben hier sich für Work Adventure mit ganz, ganz verschiedenen technischen, naja, ist der Studiengang Software Engineering, Add-ons, also da gab es einen automatisierten E-Mail-Versand, muss man irgendwas hinschicken und so. Und das war auch schon ein großer Teil dessen, was sie gelernt haben. Ich habe hier mal ein Beispiel, das sehr sauber in unserem Confluence dokumentiert. Hier sieht man mal, ne, wie sie sehr methodisch vorgegangen sind, etwa hier bei der Auswahl von, auf welche Basis bauen wir denn so einen Raum. Das war eine der ersten Entscheidungen. Es gab auch viel Teamentscheidungen, also wie möchten wir als Team zusammenarbeiten. Also eine ganze Menge an Methodik gelernt und auch da tatsächlich sehr gut verstanden. Und zu dem, wie es aussieht am Ende, das ist gar nicht so sehr das Lehrexperiment letzten Endes gewesen, aber doch irgendwie ein ganz entscheidender Punkt. Also was, oder werde ich immer gefragt, nämlich, hey, was kam denn da raus? Und hier sieht man so ein paar Bilder, ne? Also so ein bisschen da unten ein paar Filme, die gedreht wurden, die unterschiedlichen Rätsel, den Raum, in dem man mal laufen kann. Das heißt, es war am Ende auch total spannend und ist bei allen Erstsemestern, die Arbeitstechniken vorlesen, im Hören sehr gut angekommen. Gut, herzlichen Dank. Ja, ich danke auch und teile mal meinen Bildschirm. Und lege los. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Jennifer Preis ist mein Name. Ich stelle hier mein Promotionsprojekt vor mit dem Titel Wie unterstützt man Studierende in schwierigen Forschungssituationen ohne viel Aufwand? Erstmal eine kleine Antwort zum Anfang, indem man ihnen hilft, sich selbst zu helfen. Wie funktioniert das? Die Ausgangssituation kennen Sie alle. Universität bedeutet Forschung, spätestens in der Abschlussarbeit. Forschung allerdings bedeutet Herausforderungen, schwierige Situationen und das kann dann unterschiedliche Turns nehmen. Entweder die Studierenden bewältigen das und das läuft dann super, aber im schlechten Fall kann es zu Dropout führen oder gar zu psychischen Erkrankungen. Und da möchte meine Intervention jetzt einsetzen. Die Frage, die ich mir stelle, ist dann, wie kann man Studierende in Forschungskrisen mithilfe von Handreichungen begleiten? Mein Forschungsmethodologe Gischer Rahmen ist Design-Based Research. Das Motto
was meine Doktormutter Gabi Reinmann dazu auch mal zitiert hat, ist geschrieben hat, ist Erkennen durch Verändern. Also es gibt zwei Ziele. Einerseits entwickelt man eine didaktische Intervention und andererseits möchte man aber auch theoretische Erkenntnisse generieren. Und die didaktische Intervention läuft dann iterativ in Zyklen, wird immer weiter verbessert und in diesen Zyklen gewinnt man auch gleichzeitig theoretische Erkenntnisse. In meinem Fall entwickle ich eine Intervention zur Selbstanleitung, die zwei zentrale Fragen den Studierenden stellt, die sie sich beantworten sollen. Nämlich, womit habe ich Probleme und wie bzw. kann ich die lösen? Ich beschreibe kurz Hintergrund, Ablauf und Ziele. Zum Hintergrund habe ich erstmal in der Forschung 11 Interviews mit Betreuenden geführt, die Studierenden Forschungssituationen betreuen. Da wollte ich herausfinden, welche Krisenauslöser, Krisenpotenziale beobachten die bei ihren Studierenden. Aus dieser qualitativen Untersuchung habe ich dann quasi eine Checkliste mit möglichen Herausforderungen entwickelt. Das Ziel von diesem ersten Schritt der Intervention, die die Studierenden dann bearbeiten sollen, ist eine Selbstevaluation der eigenen Situation, die Bewertung der größten eigenen Baustellen, aber auch Kenntnis über mögliche Herausforderungen, die einem noch bevorstehen könnten oder die man vielleicht auch schon einfach so bewältigt hat. Im zweiten Schritt werden den Studierenden dann systemische Fragen über die nächsten Schritte gestellt. Das Ziel ist, dass sie erkennen, was sie vielleicht gar nicht verändern können, dass sie verstehen, dass sie jetzt Entscheidungen treffen müssen, welche Entscheidungen sie treffen müssen und die womöglich dann auch schon treffen, aber auch Hinweise auf Unterstützung, also dass die Studierenden auch verstehen, ich bin gerade auch nicht ganz allein. Das Ziel sind einerseits selbstermächtigte Studierende, die irgendwie Selbstwirksamkeit erleben und Verantwortung für die eigene Arbeit übernehmen, aber andererseits auch entlastete Lehrende. Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig von dieser Intervention. Sie können allein oder zusammen als Selbstlernmaterial gemacht werden. Aber das war auch ein Ergebnis in den Interviews, dass viele Lehrende oft viel Zeit in den Sprechstunden mit dem Finden des Pudelskerns verbringen. Und deswegen könnte es auch als Vorbereitung für Sprechstunden genutzt werden oder in Sprechstunden. Es gibt unterschiedliche Theoriekontaktpunkte, wo ich jetzt natürlich nur ganz oberflächlich drauf eingehen kann. Zum Beispiel Selbstdiskrepanzreduktion, Scaffold, also Studierende entwickeln sich selber ein Scaffold für die nächsten Schritte. Natürlich Erkenntnisse zum Forschen, Lernen, Selbstreflexion, aber da wird auch noch einiges weiteres mit zum Tragen kommen. Ja, ich bin schon am Ende. Ich werde gleich das auch in den Chat schreiben. Sie können gerne diese Intervention nutzen, weiter verbreiten, Ihren Studierenden geben. Wie gesagt, das ist Work in Progress. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder dergleichen haben, freue ich mich immer, von Ihnen zu lesen. Oh, das war's von mir. Super, ich bedanke mich bei allen Referierenden. Es wurden einige Fragen im Chat gestellt, die meisten davon sind auch schon beantwortet. Noch eine Minute Zeit, vielleicht kann ich noch auf die Frage eingehen, die auch daran teilen. Frage ging dann genau an Dr. Bast und Professor Wolf. Wollen Sie die gerade nochmal wiederholen? Ich habe Sie ganz schlecht verstanden, Lilia. Wollen Sie die Frage nochmal sagen oder haben Sie sie verstanden, Frau Bast? Ich habe sie akustisch sehr schlecht verstanden. Ich glaube, ich könnte kurz übersetzen. Ich glaube, es ging um Hintergründe zu diesen 6-Minuten-Tagebüchern und auch vielleicht so ein bisschen noch was zu diesen Reflexionsübungen. Was wollen Sie? Frau Bast? Soll ich? Okay. Also 6-Minuten-Tagebuch kennen Sie vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das Ganze gibt es relativ bekannt schon im, sage ich mal, alltäglichen Leben. Beim Autor müsste ich jetzt ehrlicherweise passen. Idee ist, es geht
Idee ist, dass 6 Minuten am Tag investiert werden. 3 Minuten in der Früh und 3 Minuten am Abend anhand von Leitfragen. Diese Leitfragen dokumentieren Sie nur für sich selber. Das haben wir auch im ganzen Format für uns übernommen. Ausnahme ist die Gruppenreflexion, wo wir sagen, wir hätten gerne, dass dort in irgendeiner Weise Folien gemacht werden, die man dann teilen kann. Aber ich darf sehr viel systemisch coachen und ich glaube, die Idee wird sein, dass wenn wir das allen geben oder Dozenten, so wie ich das lesen würden, dann glaube ich, ist das vorbei mit einer ehrlichen Reflexion. Deswegen ist die Dokumentation wirklich nur für einen selber, in der Hoffnung, dass der Mehrwert sozusagen selbst erkannt wird. Wer natürlich Coaching-Bedarf hat, auch das steht offen, kann jederzeit zu Frau Bast kommen und zu mir, aber das dann eben in einem Vier-Augen-Gespräch und in einem geschützten Rahmen. Genau. Und die Infos zu dem 6-Minuten-Tagebuch suche ich raus und gebe die gerne hier rein. Ich packe das vielleicht einfach in den Chat, dann ist das am einfachsten. Frage damit beantwortet oder gibt es da noch Bedarf? Wie viele Studierende nehmen teil, war die Frage. Wir haben jetzt insgesamt in der ersten Kohorte, glaube ich, wenn wir es gut rechnen, ungefähr 8. Das Ganze variiert immer so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen investieren, damit mehr sozusagen kommen. Wir warten auf den Pull-Effekt, sagen wir es mal so. Die erste Run. Also wir haben angefangen mit 15 und bei der Mid-Evaluation waren dann noch 6 dabei, wovon 3/4 ihre Sachen leider Gottes online geschickt haben. Welchen Kulturbegriff legen Sie den Reflexionsaufgaben zugrunde? Gibt es auch einen Input von Ihnen dazu, den Teilnehmern? Ja, wir machen einen Kickoff, wo wir ein bisschen was dazu moderieren. Kultur ist ehrlicherweise, wenn wir sowas wie mit Hofstede nehmen, die Idee dieses kollektiven Programmieren des Minds, sozusagen meines Mindsets, wo ich sage, wo ich mich zugehörig gefühle im Gegensatz zu jemandem anders. Also wir machen es nicht an Ländergrenzen fest, sondern wirklich an dieser kollektivistischen Mindset, was einen macht. Genau. Jetzt mache ich vielleicht Platz für jemanden anders für eine Frage. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt besser versteht. Wahrscheinlich nicht. Doch, es ist besser. Ah, doch, ja, super. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken und wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, also im Chat sind jetzt keine mehr zu finden, dann würde ich den Raum schließen und Sie zurück in die Lobby schicken. Sie können aber, wie gesagt, gerne Kontaktdaten austauschen. Sie können auch immer sehen bei der Ankündigung des Panels, wer die Referierenden waren und auch im Chat dann nochmal Rückfragen stellen. Vielen Dank nochmal und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag.